Ich begrüße Sie ganz herzlich am Abend danach. Über die mögliche Katerstimmung bei der einen oder anderen Partei berichten wir heute ebenso wie zum Beispiel über diese Themen. Deutschland hat gewählt, zu Gast im Wahllokal und bei den Wahlpartys. Geschichte zum Anfassen, die Landshut ist zurück in Deutschland. Drei Straftäter bauen einen Rammbock und durchbrechen damit die Außenwand einer Psychiatrie. Anschließend klettern sie mit zusammengeknoteten Bettlaken aus dem zweiten Stock in die Freiheit. Klingt nach Hollywood, ist aber tatsächlich passiert, und zwar in Zwiefalten im Kreis Biberach. Nach der Flucht von drei Straftätern aus der Klinik für forensische Psychiatrie in Zwiefalten im Landkreis Reutlingen fahndet die Polizei auf Hochtouren. Neben Streifenwagen und Personenspürhunden ist auch ein Hubschrauber im Einsatz. Rückblick. Am Samstagabend gelingt drei Häftlingen eine filmreife Flucht aus der Psychiatrie in Zwiefalten. Sie durchbrechen mit einem selbstgebauten Rammbock die 40 cm dicke Außenwand und klettern über zusammengeknotete Bettlaken in die Freiheit. Sie haben am Samstag ihren Ausbruch vorbereitet und die Wand entsprechend bearbeitet, erklärt der leitende ärztliche Direktor Gerhard Längle. Den Bauschutt verstecken sie unter ihren Betten. Bei den drei Flüchtigen handelt es sich um verurteilte Straftäter, die teilweise noch mehrjährige Haftstrafen wegen Raubdelikten absitzen müssen. Sie sind in die Klinik in Zwiefalten gekommen, um ihre Drogenabhängigkeit zu behandeln. Laut der Klinikleitung sei die Chance auf eine Heilung aber sehr gering. Daher wären die Männer bald zurück ins Gefängnis gebracht worden. Bei zweien lag der Beschluss der Vollstreckungskammer bereits vor, sagt Längle. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit gehe von den Männern nicht aus. Sie waren in der Therapie nie aggressiv, sagt der Klinikleiter. Drei Täter auf der Flucht. Wir halten Sie über das Thema natürlich auf dem Laufenden. Betrunkener schießt auf Auto. Bei einem Großeinsatz in Thomerdingen hat die Polizei am Freitagabend einen 33-Jährigen festgenommen. Der Mann soll auf ein Auto geschossen haben. Ein Autofahrer hatte die Beamten gerufen und angegeben, er sei in der Graf-Albrecht-Straße von einem Unbekannten angehalten und beleidigt worden. Im Laufe des Gesprächs habe der Mann eine Pistole gezogen. Der Autofahrer fuhr daraufhin los, der Unbekannte schoss auf den Wagen. Dabei wurden die Heckscheibe und die Schlussleuchten beschädigt. Die Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Täter, der offenbar unter Drogeneinfluss stand, wenig später festnehmen. Bei ihm wurden Gaskartuschen und Munition für eine Softairwaffe gefunden. In seiner Wohnung stellten die Beamten zudem Rauschgift, Amphetamine und Haschisch sicher. Drogenhandel im großen Stil. Sie sollen über Monate hinweg kiloweise Drogen geschmuggelt haben, so die Anklage. Seit Freitag müssen sich deswegen drei Männer vor dem Landgericht Ravensburg verantworten. Hauptangeklagte sind ein 60-Jähriger und ein 51-Jähriger. Ein 24-Jähriger, der bei einer Beschaffungsfahrt in die Niederlande als Transporteur eingesetzt gewesen sein soll, sitzt bereits auf der Anklagebank. Am 11. Oktober wird der Prozess fortgesetzt. Am Landgericht Stuttgart hat heute der Prozess gegen einen 22-jährigen mutmaßlichen Brandstifter begonnen. Bildaufnahmen vom Angeklagten waren nicht gestattet. Er soll im März einen Papiercontainer in Waiblingen angezündet haben. Das Feuer weitete sich auf das angrenzende Bürgerzentrum aus und verursachte einen Schaden von knapp 2 Millionen Euro. Der Mann räumte die Tat bereits ein. Er gilt aufgrund einer geistigen Behinderung als vermindert schuldfähig. Ein Urteil wird für Mitte November erwartet. Für die Parteien und gerade für die Spitzenkandidaten muss das vergangene Wahlwochenende ein echter Marathon gewesen sein. Angela Merkel beispielsweise war am Freitagnachmittag noch auf dem Ulmer Münsterplatz und bereits zwei Stunden später in München zu Gast. Ob sich die große Schlussrunde in Ostwürttemberg gelohnt hat und wie die einzelnen Parteien in der Region Ulm abgeschnitten haben, das sehen Sie gleich bei uns in der Zusammenfassung. Wir sind zurück im Journal Baden-Württemberg. Um 8 Uhr haben gestern Morgen in ganz Deutschland die Wahllokale geöffnet. Und zu dem Zeitpunkt war die Hoffnung speziell bei den etablierten Parteien noch groß. Aber was dann folgte, wird von vielen Beobachtern für die sogenannten Volksparteien als Katastrophenergebnis bezeichnet. CDU und SPD verlieren massiv und die geächtete AfD wird sogar drittstärkste Partei. Ein Tag, der in die deutsche Wahlgeschichte eingehen wird. Wir haben diesen Tag und die Reaktionen darauf in Stuttgart begleitet. Es ist Wahlsonntag in Stuttgart Süd. Im Wahlraum im Kolpinghaus holen sich die Wähler ihre Stimmzettel bei Rosemarie Trost ab.
Und die 79-Jährige hat nicht nur eine Wahl ehrenamtlich begleitet. Also ich habe meine Lehrzeit begonnen 1953 und im Herbst war dann die Gemeinderatswahl, soweit ich mich erinnern kann. Und da war ich das erste Mal dabei. 1953 stand auch die SPD mit rund 29% im Bundestag noch verhältnismäßig solide da. Heute ist sie meilenweit davon entfernt. Das zeigen schon die Prognosen um 18 Uhr im Rathaus. Und die sind auch alles andere als berauschend für die CDU. Sie bleibt zwar mit 33% stärkste Fraktion im Bundestag und stellt mit Karin Mark und Stefan Kaufmann zwei Direktkandidaten aus Stuttgart. Die sinkende Beliebtheit bei den Wählern lässt sich aber im Stuttgarter Wahlkreis und auf Bundesebene nicht leugnen. Ein schwieriger Wahlkreis, traditionell natürlich die Grünen stark, jetzt auch bei der Bundestagswahl hier im Bund nochmal um 1% zugelegt, gegen den Spitzenkandidaten der Grünen. Natürlich nicht einfach und wir deutlich verloren im Bund, konnte mich jetzt hier im Wahlkreis auch nicht abkoppeln vom Bundestrend. Ich habe mir jetzt nicht erwartet, dass es so wird wie im vergangenen Wahlkampf. Klar, wir haben zwei Parteien mehr, deswegen geht es natürlich auch zu unseren Lasten. Ich hätte mir aber schon eine 36 gewünscht. Statt bei 36 bleibt es am Ende bei mageren 33%. Und auch die SPD hat an ihren 20,5% zu knabbern. Ist natürlich enttäuschend. Es ist natürlich noch enttäuschender für die CDU als für die SPD, aber das tröstet mich nicht. So ein Wahlkampf wird ja nicht in den letzten zwei Wochen entschieden, sondern über eine ganze Strecke. Und ich glaube, das haben wir in den letzten vier Wochen dann auch gemerkt. Da sind nämlich die kleinen Parteien stärker geworden. Zu diesen kleineren Parteien zählt die jetzt nicht mehr so kleine FDP, die mit 10,7% ihren Wiedereinzug in den Bundestag feiert. Feierwütig gibt sich an diesem Abend vor allem die jüngste Partei im Bundestag. Von den Buhrufen im Rathaus bekommt die AfD auf ihrem extra gecharterten Partyboot wenig mit. Die schippern mit 12,6% in den Bundestag. Landesvorsitzender Ralf Özkara äußert sich angriffslustig. Ab heute Abend wird Politik für unser Volk gemacht und nicht für jedes andere Volk dieser Welt, was bei uns lebt. Jawohl. Ab heute Abend geht es wieder um Deutschland. Auch in Ulm und Umgebung waren am Sonntag natürlich Tausende von Wählerinnen und Wählern aufgerufen, über den neuen Bundestag zu entscheiden. Wer sich freuen durfte und bei wem der Abend eher für Enttäuschungen sorgte, das haben wir für Sie zusammengefasst. Sie bleibt auch weiterhin unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, auch wenn die CDU-CSU Verluste hinnehmen muss, ebenso wie die SPD. Am Ende sind es bundesweit 33% für die CDU-CSU, 20,5% für die SPD und 12,6% für die AfD. Sie zieht damit als drittstärkste Partei ins Parlament ein. Die Wahlbeteiligung lag bundesweit mit 75% um 3,5 Prozentpunkte höher als bei der vergangenen Bundestagswahl. Auch in unserer Region haben viele ihre Stimme abgegeben. Im Wahlkreis Biberach hat es zu folgendem Ergebnis geführt. Die CDU erreicht 43,1% der Zweitstimmen, die SPD schafft es lediglich auf 12,7%, dicht gefolgt von der AfD, die mit 12,5% auch im Wahlkreis Biberach drittstärkste Kraft wird. Josef Rief zieht hier direkt in den Bundestag ein, Martin Gerster schafft es über die Landesliste. Im Wahlkreis Aalen-Heidenheim erreichen die Grünen 11% der Stimmen. Wir haben zwar die letzte Woche guten Zuspruch bekommen, wenn man so unterwegs ist, aber die Prognosen sind ja bleiern bei 8% im Bund geblieben. Und von daher haben wir jetzt mal einen ordentlichen Start. Der lässt so eine leise Hoffnung auf ein Mandat aufkeimen, aber wir sind ja vom Baden-Württemberg-Ergebnis abhängig. Das wird es erst viel später geben, sodass es für uns eine lange Nacht dauern kann zwischen Hoffen und Bangen. Für Margit Stump hat sich die lange Nacht gelohnt. Sie kommt über den Listenplatz ins Parlament, ebenso wie Leni Breimeyer. Roderich Kiesewetter hat den direkten Sprung in den Bundestag geschafft. Auch die FDP ist als Partei wieder im Bundestag mit dabei. Die Freude darüber ist verständlicherweise groß. Das ist ein super Ergebnis. Wir freuen uns. Es zeigt, dass man auch aus der Mitte heraus wieder Wahlen gewinnen kann. Mit diesem Ergebnis habe ich selber so nicht gerechnet, aber es freut mich wirklich sehr. Auch im Wahlkreis Neuulm schaffen es drei Kandidaten ins Parlament. Georg Nüstein erhält das Direktmandat. Karl-Heinz Brunner und Ekin Deligöz schaffen es über die Liste. Hier erhält die AfD sogar die zweitmeisten Stimmen. Sie schafft es auf 15,1%. Bundesweit ist das Ziel der AfD vor allem eins, ein Veto einlegen gegen die aktuelle Politik.
Das ist ein ganz klarer Denkzettel für Angela Merkel und es ist auch wichtig für unsere Demokratie, weil wir jetzt endlich wieder eine Kraft im Reichstag haben, beziehungsweise im Bundestag haben, wo wir ganz klar sehen müssen, es gibt wieder konservative Werte. Im Wahlkreis Ulm erhält die AfD 11,6% der Stimmen, die CDU 37%. Auf die SPD entfallen 15,9%, Dritte werden hier die Grünen mit 13,7%. Neben Ronja Kemmer, die das Direktmandat erhält, werden auch Hilde Mattheis, SPD und Alexander Kulitz von der FDP in den Bundestag einziehen. Tja, und wie nahe Frust und Freude auch am Wahlabend am Bodensee und in Oberschwaben beieinander lagen, das hat Christine Harthart beobachtet. Jubel bei der FDP in Ravensburg. Denn für deren Direktkandidaten Benjamin Strasser bedeutet das gute Abschneiden seiner Partei nicht nur, dass die FDP nach 4 Jahren wieder im Bundestag vertreten sein wird. Über die Landesliste schafft auch er den Sprung nach Berlin. Die Wähler haben heute Historie geschrieben und schicken zum ersten Mal nach 70 Jahren einen Freien Demokraten in den Deutschen Bundestag. Und das ist eine Riesenchance auch für die Region. Und noch ein neues Gesicht aus Ravensburg geht in die Hauptstadt, Axel Müller. Besonders großen Grund zum Feiern gaben die Zahlen aber nicht. 38,5% der Erststimmen holte Müller, sein Vorgänger damals 51,6. Ähnlich sieht es in den Wahlkreisen Tuttlingen-Rottweil und Bodensee aus. Auch hier bekommen die CDU-Kandidaten das Direktmandat, fahren aber deutliche Verluste ein. Es ist der Union offenbar nicht gelungen, die Erfolge ihrer Politik dem Wähler so nahezubringen, dass der Wähler davon überzeugt war, dass er der Union weiter einen Auftrag erteilen muss. Der Wähler hat ganz offensichtlich eher die Defizite im Auge gehabt. Das Thema auf allen Wahlpartys, das gute Abschneiden der AfD. Als drittstärkste Partei zieht die nämlich in den Bundestag ein. Man müsse jetzt vor allem versuchen, die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen. So die Meinung von Leon Hahn, der SPD-Kandidat im Wahlkreis Bodensee, der an diesem Abend ohne Direktmandat und etwas enttäuscht nach Hause geht. Das Ergebnis ist für die SPD eine Katastrophe. Das ist eine sehr, sehr tiefe Zäsur und es ist für uns vor allem erstmal ein Auftrag, uns sehr grundsätzlich Gedanken darüber zu machen, mit welchen Themen wir eigentlich die Menschen erreichen wollen. Der Juso-Landesvorsitzende hofft jetzt darauf, dass sich die SPD in der Opposition neu aufstellt. Nach dem harten Wahlkampf der vergangenen Wochen für die jungen Parteimitglieder noch kein tröstender Gedanke. Und wir machen weiter mit einem Kommentar zur Bundestagswahl von Hendrik Groth, dem Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Die Verliererin der Bundestagswahl heißt Angela Merkel. Der Wohlfühlwahlkampf rund um die Bundeskanzlerin ist gescheitert. Auch in Baden-Württemberg sind die Christdemokraten nicht mehr zu Späßen aufgelegt. Nach 2 Niederlagen auf Landesebene gerade einmal 35% zu holen, ist ein ausgesprochen mageres Resultat. Dass die SPD ein nochmals schlechteres Ergebnis verdauen muss, kann für Merkel kein Trost sein. In ähnlichen Situationen haben andere hingeschmissen. Deshalb wird es für Merkel nicht einfach, eine Regierung zu bilden. Sollten die Koalitionsgespräche mit FDP und Grünen scheitern, dann hat diese Union nicht mehr die Kraft, mit Neuwahlen zu drohen. Die SPD muss in die Opposition, wenn sie in den kommenden Jahren noch eine Rolle spielen will. Die Zeichen stehen deshalb auf Jamaika-Koalition. Aber dieses Bündnis ist wegen der Zwistigkeiten zwischen FDP und Grünen kein Selbstläufer. Die Verhandlungen werden zeigen, ob beide Parteien genügend staatspolitische Substanz haben, um das Notwendige in einer schwierigen Situation zu tun. Denn wie soll mit dem fulminanten Wahlsieger AfD umgegangen werden? In Berlin kursiert die Auffassung, in den kommenden Jahren sei Gelassenheit gefragt. Mit einer klaren Haltung müssen den Populisten entgegengetreten werden, ohne dabei über jedes Stöckchen zu springen, das hingehalten werde. Dieser Grundgedanke ist richtig. Das Streitpotenzial innerhalb der AfD ist aber riesig. Gerade einmal eine kurze Nacht nach dem Triumph tritt die Vorsitzende Frauke Petry aus der noch nicht einmal existierenden Bundestagsfraktion aus wiederum inhaltlichen Gründen aus. So etwas hat die Bundesrepublik noch nicht gesehen. Wahrscheinlich ist das lediglich ein Vorgeschmack auf die kommenden 4 Jahre. Tausende wollten am Samstag die Ankunft der Landshut am Bodensee Airport in Friedrichshafen miterleben. Die Maschine war am 13. Oktober vor 40 Jahren von palästinensischen Terroristen entführt und erst nach 5 Tagen befreit worden. Was ehemalige Geiseln zur Rückführung des Flugzeugs sagen, das erfahren Sie gleich bei uns. 47.9, das Monatsmagazin mit Marion Geile.
für die Menschen im Bodenseekreis, berichtet über kommunalpolitische Themen und Buntes aus Kultur und Freizeit. Am Montag um 8.15 Uhr und am Donnerstag um 20.30 Uhr bei Regio TV. Ich freue mich auf Sie. Wir sind zurück im Journal BW. Eigentlich war sie ein Fall für die Schrottpresse. Eigentlich. Denn nun soll die Landshut wieder hergerichtet und ausgerechnet im Dornier-Museum am Bodensee ausgestellt werden. Die Maschine hat im Oktober 1977 traurige Berühmtheit erlangt. Damals war sie auf dem Rückflug von Palma de Mallorca nach Frankfurt von palästinensischen Terroristen entführt worden. 5 Tage lang hielt damals die Welt den Atem an, bis die nach dem olympischen Attentat von München 1972 gegründete Spezialeinheit GSG 9 die Geiseln befreien konnte. Fast 10 Jahre lang stand die Landshut nun ausgemustert in Südamerika und gammelte dort vor sich hin. Am Samstag landete das Stück Geschichte in Friedrichshafen. Es ist der Moment, auf den viele lange gewartet haben. Gegen 10 Uhr morgens öffnet sich die Ladeklappe des riesigen Frachtflugzeugs Antonov und gibt seine wertvolle Fracht preis, den Rumpf der Landshut. 5 Wochen lang haben Mitarbeiter der Lufthansa-Technik das geschichtsträchtige Flugzeug in Brasilien zerlegt. Jetzt ist die letzte große Reise geschafft, die Landshut am Bodensee. Es ist ein einmaliges Projekt. Wir haben ein Stück Zeitgeschichte geschrieben. Ansonsten war es natürlich eine ganz große Herausforderung unter den Arbeitsbedingungen in Brasilien, unter freiem Himmel, ohne Halle. Wir haben ja auch 8,5 Tonnen Werkzeug eingeflogen, weil nichts vor Ort war. Und allein das war schon eine logistische Herausforderung. Genauso wie die Entladung. Die dauert nämlich ganze 4 Stunden. Immer gefolgt von den Blicken der vielen Zuschauer, die sich am Dornier-Museum versammelt haben. Das zu sehen, das ist ja was Historisches, das ist ja was Tolles, wenn der Flieger wieder zurückkommt. War schon spektakulär, wie die auf einmal angeflogen kamen. Und man wusste, da ist zumindest der Rumpf erst mal drin. Ich denke, es ist gut, dass er nach Hause gekommen ist. Das hat noch so gefehlt, irgendwie für manche bestimmt zum Abschluss. Zwar war ich noch klein dort, aber man hat das schon irgendwie mitgekriegt. Und schon irgendwie ein bewegender Moment, die Rückführung jetzt. Ganz besonders emotional dürfte der wohl für die anwesenden Zeitzeugen gewesen sein. Rückblick. Am 13. Oktober 1977 wird die Landshut von palästinensischen Terroristen gekapert. Bis die Maschine 5 Tage später befreit wird, durchleben die Passagiere die Hölle. Kein Essen, kein Trinken oder fast nichts. Ne? 20 Milliliter für 20 Personen. Pistole an der Schläfe, Pistolenknauf auf den Kopf gehauen. Ja, das sind... In meinem Buch, ich weiß nicht, manchmal reihen sich die Dinge, die mir passiert sind, da reiht sich ein Schlimmes ans andere. Sie können das einfach so nicht in 3 Sätzen sagen. Das ist alles viel zu schlimm. Durch die geplante Ausstellung der Landshut im Dornier-Museum erhoffen sich viele der Zeitzeugen vor allem eins, dass ihre Geschichte auch nach 40 Jahren nicht vergessen wird. Knapp 1 Million Besucher, durchweg Kaiserwetter und dazu noch hunderttausende Zuschauer beim großen Volksfestumzug. Besser hätte das Cannstatter Volksfest für Wirte und für Schausteller gar nicht starten können. Unsere Vasenreporterin Isabel Haspel war für Sie mittendrin und zeigt Ihnen noch mal die schönsten Eindrücke vom Eröffnungswochenende. Da kommen sie, die Festwirte vom Cannstatter Volksfest. Schick haben sie sich rausgeputzt zur Eröffnungsfeier am Freitagnachmittag. Damit das Bier in ihren Zelten endlich fließen kann, darf ein Mann nicht fehlen, Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Was er wohl während dem Fassanstich immer so denkt? Ich denke an gar nichts, ich hau halt einfach drauf. Mehr hat man gesagt, nicht zu festhauen, damit es nicht schief geht und so war es. Mit 4 Schlägen hält Kuhn sein Level vom letzten Jahr und eröffnet damit das 172. Cannstatter Volksfest. Unterstützung beim Singen gibt's von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der übrigens erst vor kurzem vom Deutschen Brauerbund zum Bierbotschafter ernannt wurde. Eigentlich ein Grund, den Schlegel selbst in die Hand zu nehmen, oder Herr Kretschmann? Ich bin der Trinker, ja. Ich bin ja der, der den ersten Schluck trinken darf. Das heißt, ich bin nicht für die Schläge, sondern für den Inhalt zuständig und der muss rein sein. Schließlich zählt am Ende das, was rauskommt.
Bei den rund 200.000 Zuschauern auf dem Cannstatter Volksfestumzug am Sonntag scheint Bier auf jeden Fall beliebt zu sein. Aber auch die knapp 100 Umzugsgruppen sind echte Hingucker. Falls Sie nächstes Jahr heiraten wollen und noch kein Hochzeitskleid haben, keine Sorge, ich habe ein paar für Sie zur Auswahl. Und eins kann ich Ihnen garantieren, mit einem fallen Sie auf jeden Fall auf. Los geht's mit der Modenschau und damit mit einem Highlight des Umzugs. 10 Gruppen präsentieren Trachtenhochzeiten aus verschiedenen Gegenden und Epochen. Für viele Frauen sicherlich ein Albtraum. Ein schwarzes Brautkleid. Was ist bei Ihnen schiefgelaufen? Nee, das war damals, hat man eben die schwarze Brautkleider getragen, weil es zwischen den Kriegen war. Und da konnten sich die Leute, das war dann ihr schönstes Kleid von den Bräuten früher. Den Höhepunkt erreicht der Umzug mit der Einfahrt auf den Cannstatter Wasen. Bilder, die zeigen, das Volksfest muss sich definitiv nicht mit der Münchner Wiesen messen. Denn hier herrscht ein ganz eigenes, besonderes Flair. Der Wasen ist der Wasen und es soll auch so bleiben. Und außerdem ist die Mass hier viel besser eingeschränkt als in München. Nachdem ja dann doch ganz passablen Wahlwetter gestern, hatten wir heute wettertechnisch einen recht guten Wochenstart, zumindest bei uns im Südwesten. Anna Gröbel weiß, wie sich das Ganze im Rest der Woche entwickeln soll. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. In dieser Woche haben wir es im Großen und Ganzen mit Hochdruckwetter zu tun. Da ist einerseits das Azorenhoch und andererseits das kräftige Hochdruckgebiet Rosi. Wir genau dazwischen, aber es gibt da so einen kleinen Spielverderber und zwar dieses kleine Höhentief. Das sorgt gelegentlich für Schauer. Zum Start in den Dienstag ist es aber bei uns noch trocken. Es gibt stellenweise Nebel, wenn das sich verzogen hat. Dann wird es erstmal sehr freundlich und sonnig. Nachmittags kommen wieder mehr Wolken dazu und hier und dort braut sich dann schon mal ein Schauer zusammen am ehesten im Norden und eventuell kann da sogar Blitz und Donner mit dabei sein. Es ist recht mild. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in Freudenstadt und 21 Grad in Freiburg. Der schönste Tag der Woche, das wird aber der Mittwoch. Es gibt Sonne bei bis zu 23 Grad. Am Donnerstag ziehen schon mehr Wolkenfelder auf und dann wird es allmählich wechselhafter und der Start in den Oktober nass. Nach der Landung der Landshut am Bodensee haben wir morgen ein ausführliches Spezial zu diesem Thema in der Sendung. Was passiert nun mit dem historischen Flugzeug im Dornier-Museum? Wie genau spielte sich damals die Entführung ab und vor allem, wie erlebten die Geiseln diese dramatischen Tage? Die Antworten gibt es morgen Abend bei uns im Journal. Ihnen eine gute Zeit und bis morgen.